Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir auf dem Kanal bei LS17 auf unserer Sosnowka-Karte. Und wir werden hier drauf weiterarbeiten. Ich werde erstmal den Helfer losschicken, der kann schon mal. Und bleib da stehen. Komm, kuppel dich ab. Ich hasse das mit den Scheiß. Das müssen sie beheben. Ich hoffe mal, dass das besser klappt, um 19er die Frontlader abzukuppeln. Dass die auch stehen bleiben. Auf jeden Fall werden wir den Helfer losschicken, der wird jetzt Gerste anbauen. Immer noch nicht. Jetzt koppel ich mal zuerst einmal vorne das Teil ab. Zack. So. Jetzt haben wir. Geht doch. So, auf jeden Fall werden wir jetzt den Helfer losschicken, Gerste anbauen. Dann werde ich mir den Ballenwagen kaufen. Wie ihr seht, Geld haben wir jetzt gekriegt von dem Sojabohnenverkauf, 91.000 Euro. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, Sojabohnen zu verkaufen. Davon kann ich mir auf jeden Fall eine Ballenpresse leisten, einen Autoload-Anhänger. Und dann werden wir den Ballenplatz zu Ende machen, während der Helfer schon mal unsere Gerste auf dem Feld bringt. Fleißig Gas geben, während wir dann den Platz fertig machen. Walzen tun und all drum und dran. Ballentechnik, genau. So. Wir brauchen für Quaderballen. Zack. Autolokabel bräuchten wir jetzt eigentlich nicht. Den brauchen wir. Können wir uns gleich einen Ballenspieß kaufen. Dann können wir gleich einmal kurz den Frontlader mit hochnehmen. Dann haben wir den schon mal hier oben. Ja, das Rest können wir erstmal eingelagert lassen, dass wir uns dann als nächstes, wie gesagt, schon mal Feld 15 holen können. Oder uns halt dann auf Feld 36 stürmen, dass wir da vielleicht ein bisschen sparen, einfach mal ein, zwei ernten und uns bei Feld 36 und Wiese anbauen. Dann einfach schon mal wie bescheuert Gras für die Schafe auf Vorrat machen, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und uns dann erstmal den Krone halt mieten. Mal gucken, das überlege ich mir auf jeden Fall noch. Erstmal bringen wir jetzt ein Projekt zu Ende. Das ist jetzt einmal Projekt Ballenplatz. Achso, jetzt weiß ich, was ich noch kaufen wollte. Müssen wir jetzt heute nochmal hochfahren, aber das ist egal. Das ist natürlich der Nachteil hier. Man muss immer hochfahren, um sich Sachen zu kaufen, zu holen. Zurücksetzen, sozusagen sich die auf den Platz liefern lassen, geht ja hier nicht. Aber naja, der Shop ist ja zum Glück gleich um die Ecke. Danach, glaube ich, haben wir doch schon mal gut was gerissen hier in 5 Folgen. Und wir sind gerade dabei, die zweite Ernte aufs Feld zu bringen, also unsere eigene zweite Ernte. Den Ballenplatz schon mal vorbereitet. Wir haben Ballentechnik stehen. Also so langsam aber sicher nimmt es Form an. Bis jetzt haben wir noch kein Minus geschrieben. Ja gut, man muss mal sagen, wir haben ja auch nur die alte Technik, die kostet ja auch kein Geld. Ich bin hier momentan alleine, zwei Traktoren reichen komplett, ein Drescher. Jetzt wird natürlich das Geld in der Nacht natürlich auch steigen, mehr Maschinen, also mehr Betriebskosten in der Nacht. Aber das stört mich gar nicht. Weil wer wachsen will, muss investieren, ne? Wir wollen schließlich Opas Erbe ganz groß rausbringen. Wir wollen reich werden, sozusagen, hier aus Sosnowka. Durch Opas Erbe.
aber dann müsste man so fahren, ne? Ballenspieß nach unten? Ja, ich glaube so, ne? Aber egal, soll jeder wissen, mit wem er sich hier anlegt. Doppelstapeln und dann lieber die Silage in der Länge machen. Silageballen hat man ja eigentlich in der Regel immer am meisten. Giraffballen mache ich ja nie in der Regel. Ich mache eigentlich immer nur Heu, Stroh und Silageballen. So. Jetzt geht's los. Jetzt kommt natürlich wieder meine Spielerei. Aber das nehme ich halt immer ein bisschen genauer mit den Dingern. Ich arbeite auch sehr gerne mit dem Betonpollern. Zack, gucken wir mal. Oh klar, dass die Tür im Weg steht. So. Das könnte eine Flucht sein. Durchgefahren mit dem Trecker. Perfekt. Lassen. Zack. Natürlich mal gucken, dass es ein bisschen, ja, warte mal, ein bisschen nach links so. Könnte es, ne? Na gut, ich gucke gerade scheiße. Man sieht nicht mal einen Übergang, aber ein kleines bisschen. Na, ist egal. Obwohl, der müsste noch ein Stück weiter raus. Der muss doch nochmal weg. Helfer, erstmal gehen wir einmal fix den Helfer umsetzen. Hat er das jetzt auch wirklich komplett gemacht? Ja, hat er. Ich finde schon lustig, ich fange schon an, hier alles vorzubereiten. Und dabei ist die Tür nicht das erste, was ich hole. Aber ist egal, Vorbereitung ist halt alles. So, den einen haben wir wie gesagt nochmal weg. Kommen natürlich erstmal die Bienenstöcke. Es sind zum Glück diesmal nicht so viele wie auf den ganzen anderen Karten. Oder werden wir demnächst auch mal wieder ein paar runternehmen?
was sagen, da bin ich leider eigen, was das mit den Dingern betrifft. Ich hab's halt schon ganz gerne, wenn die ordentlich aneinander stehen. Sie müssen jetzt nicht ganz akkurat ineinander stehen. Aber ein bisschen ordentlich muss das schon sein. Ja. Oha. Das sieht ja fast. Ja, so geht das. So kann ich das lassen. Stromabteil, Eimerabteil, Heu. Zusammengestellt. Zack. Ja, das kann man so lassen. Hier müssen wir noch mal locker zwei Anhänger hinbekommen, ne? Ja, eins bis da. Ja, können wir ganz normal vorne abschließen. Perfekt. Seite wieder ein hinstellen. Das kann schon, muss schon ein bisschen so sein wie auf der anderen Seite. So, müssen wir ein bisschen rauszoomen. Das möchte ich natürlich schon versuchen, wieder in eine Flucht ungefähr hinzubekommen. Perfekt. Silageballen, Heuballen, Strohballen. So, dann fahren wir mal fix die Walze holen. Dann walzen wir das natürlich noch vorne und hinten richtig hin. Oh, nicht gegen Anhänger fahren, der ist neu. Es gibt Mecke mit Eckert. So, haben wir auf jeden Fall schon mal den Ballenplatz fertig. Das ist ja auch schon mal sehr schön. Und wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt Gerste anbauen, können wir dann nächste Runde gleich schön Ballen pressen.
die schon mal einlagern. Wir können uns dann in Ruhe darauf konzentrieren, die ersten Heu- und Silagebahn zu bekommen. Natürlich hat jetzt erstmal der Gras Vorrang. Wenn wir 36 für Gras einmal für die Schafe nehmen und die 23 für die Kühe, sollten wir eigentlich immer genug Gras und Heu zusammenbekommen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Großeltern können stolz sein, der Hof läuft. Der steht zwar immer noch komplett am Anfang, aber er fängt an zu laufen. Ich wollte nochmal fliegen und nochmal grober, bis das ordentlich aussieht. Dann sieht man hier eine vernünftige Ein- und Ausfahrt. Würde ich um die Waldsee gehen, wo man so schöne Betonfläche und Asphaltfläche machen könnte. Das wäre einfach der Hammer. Öl. Warum? Frontladerabbruch schon wieder, ich glaube da nicht. Jedenfalls ist er immer. Das werde ich offline sowieso nochmal nacharbeiten. Das weiß ich jetzt schon. Oh, das geht. Das wird. Ist ja auch nur so, dass ein angedeuteter Weg da ist. Also
bisschen sieht, wo wir zu fahren haben, oder ich zumindest erstmal im Moment. Ich werde hier gleich nochmal mit dem Flug um grob eine Spur ziehen, das nützt nichts. Das heißt, sonst lässt sich halt scheiße an arbeiten. Ziehen wir gleich mit dem Flug um grob nochmal eine saubere Spur lang. Und bereiten wir jetzt die andere Seite vor, wenn nicht, dann machen wir das auch so. Ich möchte das eigentlich halt schon immer ganz ordentlich haben. Umbauen, die mit der Walze arbeiten, die auch tausendmal hin und her fahren, damit das gerade aussieht. Gott sei Dank, so denkt man wirklich, dass ich einen Spleen habe. Den habe ich zwar so, aber das ist ja egal. So, diese Ecke sieht gut aus. Hier vorne wird das natürlich ein bisschen abgeflacht. Hier kann ich das so lassen, aber unten muss ich definitiv noch einen Flug und mit dem Grubber bearbeiten. Zack. Man sieht die Einfahrt schön, man hat die Einfahrt, man kann schön gerade durchfahren. Da zieht er wieder eine Spur weiter rüber. Das sollte natürlich nicht passieren. Naja, nun bleibt das dann aber so. Aber komm, dann machen wir das da hinten auch auf der Breite. Ne, doch nicht, da hinten lassen wir es so. Dann habe ich jetzt schließlich schon abgeschrägt. Jetzt arbeite ich offline nochmal mit der Walze hier vorne an, dass diese eine Spur, die jetzt so weit rüber gegangen ist, wieder weg ist. Oh, oh, mein armer ZT. Wenn das Opa sieht, der bringt mich um. So schön ZT so zu quälen. ZT, meine Fans sind ganz stolz. Und der Bengel geht damit um, wie nichts Gutes. Nacharbeiten, weil ich auch wieder nochmal nachfliegen muss. Aber sonst sieht das doch hier recht ordentlich aus. Ja gut, das sollte dann von mir schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen von euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Wie immer halt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und wir hören uns im nächsten Livestream oder im nächsten Let's Play, wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sagt dann mal ciao, ciao.